Ja, willkommen zurück in Limgrave bei Elden Ring. In der letzten Folge sind wir hier nur einmal gestorben. Aber jetzt wollen wir uns mal versuchen, die nötigen fehlenden, ich glaube 400 Runen oder so, ich glaube 800 Barken oder 600, ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls, die wollen wir mal noch versorgen. Und zunächst will ich erstmal noch diesen Pferderufring ausrüsten. Das mache ich jetzt gleich mal, indem ich habe ich vergessen, wie man absteigt. Ja. Erstmal können wir ein Stück reiten. Gucken. So springt man. Okay. Sehr agil, das Pferd. Oh, das war ein Geschwindigkeitsschub. Bleib stehen. Materialien kann man auch von hier aus sammeln. Nicht schlecht. Okay, damit ist man natürlich sehr fix unterwegs. Was ist das? War nur ein Schatten, oder? Also ein riesiger Schatten, aber es war wahrscheinlich nur eine Wolke oder sowas. Ah, es wird Nacht. Ah, jetzt ist der Schatten wieder weg. Ah, keine Ahnung, was da jetzt gerade. Okay, wir sollen in die Richtung gehen, aber wir würden uns erstmal um dieses Dorf hier kümmern, wenn man das Dorf nennen kann. Das ist eine Ruine und da sind Soldaten und die wollen wir ein bisschen rund machen. Aber zunächst gehe ich hier ins Menü. Erstmal Inventar. Asche, Herstellungsmaterialien, Verstärkungsmaterialien, Schlüsselobjekte, Zaubereien, Anrufung, Kriegsasche, Nahkampfwaffe, Fernkampfpfeile, Bolzen, Schilde, Kopf, okay. Flasche in wundersamer Arznei, die haben wir das letzte Mal gekauft und die gucken wir uns jetzt mal an. Notiz mit wichtigen Informationen, untersuchen mit X. Eine Notiz verkauft von einem nomadischen Händler. Eine Flasche der wundersamen Arznei liegt noch immer in der dritten Kirche von Mariga, nördlich des Nebelwalds. Überquert die Brücke der Hochstraße und folgt dem Pfad der Tiere nach Norden. Okay. Müssen wir mal auf der Karte ein bisschen schauen. Ach, das sind die ganzen, die man letztens, die Hinweise, die man letztens gekriegt hat. Was Krummfinger ist und sowas. Hier, im Hauptmenü könnt ihr über Beutel 6 Gegenstände in euren Beuteln ausrüsten. Hauptmenü Beutel. Okay, das wollen wir jetzt auch mal machen. Könnt ihr eure Waffen mit Runenschmiedestängen verstärken. Da. Y ist umschalten. Okay. Ah, nutzen, klar, aber es ist jetzt keine Schnellgeschichte. Gesten kann man auch lernen. Muss ich da jeweils mal ins Menü und dann hier rein? Ich dachte, ich könnte das hier unten mit reinlegen. Müsste ich ihn aber ausrüsten wahrscheinlich. Ich guck mir das nochmal im Inventar. Ich schneide das dann raus, wenn ich damit es ein bisschen kürzer wird. Ah, jetzt kann ich hier zwischen. Okay. Naja. Wir lassen aber erstmal das hier eingestellt. Und wechseln mal. Zum Stab. So. Und jetzt wollen wir versuchen, hier ein bisschen. Zu zaubern. Komm mal her, du. Haben wir gleich 435.
Truhe. Großschwert der Getreuen. Ah, das ist wahrscheinlich verkaufen, weil wir selber sind ja keine Schwertkämpfer. Ne? Vielleicht kann man ja doch durch geschicktes Schleichen sind das dort für Flügellederzeug? Ruinen vor dem Tor. Nein. Okay, das war's. Ich habe leider einen falschen Knopf gedrückt. Wir sind gestorben. Naja. Letzter Ort der Gnade. Da müssen wir halt jetzt ein bisschen. Zum Glück haben wir. Ne, wir haben ja gar nichts ausgegeben. Na gut, jetzt müssen wir noch 600. Na gut, also. Ja, ja, ja. Wenn ihr sterbt, werdet ihr am letzten Ort der Gnade wiederbelebt, den ihr aufsucht. Alle Runen in eurem Besitz lassen ihr am Ort des Todes fallen. Falls ihr erneut sterbt, bevor ihr sie einsammeln könnt, sind sie für immer verloren. Ach so, vielleicht. Der Kompass weist uns darauf hin, wo es ist. Ah, na gut, also ist noch nicht alles verloren. Gut, zunächst müssen wir hier den nehmen. Jetzt ist ja alles wieder voll auf und es ist da. Also. Solange er uns nicht sieht, machen wir diesen hier. Oh nein, wir waren so weit entfernt. So, das Schwert haben wir ja schon geplündert, ne? Genau, das bleibt auch noch so. Okay. Jetzt hat man die Verlorenen. Wo kam denn sein Kollege her? Muss denn so einer sein? Was ist das? Ruinenfragment. Wie auch immer. Ist jetzt da einer im Gras? Godric Soldatenbeinschutz. Okay. Ich möchte auch nicht zu viel gleichzeitig anlocken, deswegen gucke ich erst mal, ob ich hier noch ein paar einzelne wegkriege. Jetzt gab auch mein Mana-Vorrat neigt sich dem Ende. Bevor ich eine Flasche nehme, würde ich das aber auch noch verschießen wollen. Erst mal gucken, wer dafür am günstigsten geeignet ist. Der da scheint ein bisschen größer zu sein, der Ritter da. Mit Federbusch. Ich habe halt die Vermutung, wenn ich hier innen angreife, der muss einen in meine Richtung kommen lassen.
Oh, muss erstmal hier in Ruhe aufräumen. Ich will nämlich jetzt ungern sterben. Obwohl, man kann sie sich zurückholen, aber wenn man auf dem Weg dann noch einmal stirbt, dann hat man halt Pech. Gucken, ob hier noch einer stand, hier am Eingang. Ja, da ist noch einer. Oh. Ja, es muss erst ein bisschen die Fingerfertigkeit rauskriegen, wie man das macht. Ne? Jetzt haben wir 1000 schon. Ich kenne erstmal hier so viel. Ach da, das ist glaube ich, da kriegt man eine Karte von der Gegend. Oh. Doch in Ruhe, ihr seid mir zu viel auf einen Haufen. Kann ich eigentlich von hier auch noch? Tatsächlich. Uah, der Große. Achtung, der Ritter kommt. Wie das richtige Fläschel auswählen. Ah, der hat sein Schild, da müsst du eigentlich so rumreiten. Schnell sein Pferd. Er ist angeschlagen, aber ja. Da brauche ich alle Flächen und den. Achso, Thema alle Flächen, ne? Sehen, wie er sich verhält. Sehen, ob er sich irgendwann beruhigt, wenn wir uns nicht mehr bewegen. Ich würde ungern jetzt meinen. Ich kann jetzt alles Mana ausgeben, aber das wird nicht reichen. Ah, nee. Uah, nee, jetzt wollte ich nicht hier fallen. Erstmal wieder eine Position manövrieren, aber wir haben nicht genug Mana, um den
aktuell zu erwischen. Das war's mit unserem Männer. Und mit dem Schwert traue ich mich nicht gegen den. So, na gut, jetzt tun wir erstmal unser erbeutetes Zeug hier umwandeln. Lass mal ein Level aufsteigen. Vielleicht gucken wir da auch ein kleines bisschen mehr Männer. Können wir mal ausprobieren. So, Asthma. Stufenaufstieg. Ja, ja, ja. Vorhandene Runen, Runen benötigt. So, jetzt können wir quasi auf Level 6 aufsteigen. Kraft brauchen wir nicht. Geist. Und Weisheit. Glaube. Sehen, ob irgendwas FP erhöht. Geist. Geist würde FP erhöhen. Naja. Aber wir machen erstmal Glaube. Oder? Nee, Weisheit machen wir. 28 bleibt 28. Ah. Nee, hier. Magisch. Das ändert sich alles ein bisschen. So. Fürs nächste brauchen wir noch 775. So. So. So, und das sind sie alle wieder. Da könnte ich eigentlich auch einfach, wenn wir das noch zweimal machen, noch ein Fläschchen mehr für die Magie nehmen und dann schaffen wir auch den dicken. Oder ich muss dem halt ein bisschen versuchen, mich an den anzuschleichen. Aber die sind ja gerade alle auf mich losgegangen. Naja, also der wird schon mal einfach so weggemacht. Ja, darf natürlich nichts daneben gehen. Mist. Ich glaube, den Großen schaffen wir wieder nicht, weil wir gerade... schnell hintereinander, aber den kann man plündern. Eine Spaltaxt. Okay. So, und ihn. Okay, jetzt muss ich schon das erste Fläschchen nehmen. Ihn. Muss erstmal fokussieren und jetzt können wir. Er bei sich? Bolzen der Getreuen, okay. Das kann man ja dann auch gegen Runen verkaufen, ne? Hier um die Kurve war da noch einer. Mist.
Das sind Schmetterlinge. Ich will ja eigentlich nur zu der Karte gehen, aber das ist nämlich ein Karten-Dingsbums. Karte gefunden. So. Jetzt mal hier abhauen. Okay. Folgt er uns? Zwei Flächen haben wir noch. Mist. Ich hoffe, der kann sich nicht heilen. Können wir erstmal seine Kollegen versuchen. Vielleicht sind wir einfach noch nicht stark genug und wir versuchen erstmal woanders unser Glück. Goldene Rune. So, wir haben jetzt die Karte, ne? Wollen wir die Karte angucken? Neue Karte gefunden: Limgrave Weston. Okay. Hier sind wir. Was ist das? Gucken wir uns mal an. Sehen wir, wo wir das sind. Da ist ein Teleskop. Ne? Lauf erstmal hier zur Bucht, würde ich sagen. Und dort schauen wir uns mal um. Oder sollten wir uns vorher, wie viele Flächen haben wir denn noch? Eins. Vielleicht bauen wir einfach noch ein paar Leute nieder und dann machen wir mit vollen. Mit voller Ausrüstung dann eher dorthin. Was ein Wollen. Das war der Wolf. 832 haben wir schon wieder. So. 96. Der Ritter. Hier ist noch so ein Wagen. Mal sehen, ob da auch was drauf ist. Ja. Ja, da ist auch was zum Sammeln. So, er hat noch was, deswegen steige ich vom Ross und sammle ein. Schmiedstein. Okay. Ein Pflege. So, ein Pflege. So. Okay. Und wieder
So. Was ist denn da drüben? Ist wieder so ein Speicherpunkt, oder? Ja, genau. Eine Spiel hin. Und dann wieder weg mit dir. Dann rasten wir halt jetzt hier, sind zwar alle wieder da, aber wir wollten bei Flaschen noch ändern, dass wir nur eine zum Heilen und vier für Magie haben. Da wir aus der Ferne dreschen, dann versuche ich halt die Heilflasche nicht zu brauchen. Mal sehen, ob das klappt. So, ach so. Abbrechen. Stufenaufstieg. So. Noch eine Weisheit. Magisch Feuer, Blitz und heilig. Nee, körperlich, faules Schlag. Oh, es schnitzt Stich, magisch 110. Oder vielleicht noch einen auf FP geben. Geist. 87 ist. Wir geben mal einen auf Geist. Ja. Und zurück. Das kann man, glaube ich, später im Spielverlauf auch noch ändern. So. Also, jetzt müssen wir mal auf die Karte gucken. Okay, jetzt nach Süden, wenn ich das richtig sehe. Dann müsste man an den Punkt kommen, wo es so merkwürdig aussieht. Mal gucken. Also, wieder zurück. B zurück. Und unser Pferdchen. Süden ist dort. Das sind wieder solche Vögelchen. Oh, da ist ein Feuer da unten, aber wie komme ich denn da runter? Herba. Scheint mir zu hoch. Aber vielleicht gibt es irgendwo Vorsprünge. Hier kann man noch tiefer. Versuchen wir es mal von hier. Ja, hat geklappt. Was ist das? Komisches. Was war denn das? Hilfe. Ausreiß, schnell. Da kommt er nicht rein, oder? Schnell ausreißen. Ich muss erst noch gucken, was das Sprinten war. Ach so. Okay, ich hoffe, da kommt er nicht rein. Ja, da ist er. Oh. Seht euch das an. Eine riesen Monsterkrabbe. Tunnel von Limgrave. Warum ihn Fackel braucht. Ah, dann schon mal ein Speicherpunkt, das ist gut. Ah, ich mache nur die Kerzen aus, wenn ich sowas mache, das ist finster. Gnade berühren. Ja komm, berühr mal. So, hier drinnen kann man offensichtlich das Pferd nicht rufen. Was ist denn das hier?
Herbeirufungsreserven. In jedem Gebiet könnt ihr auf Märtyrerbildnisse stoßen. Diese Bildnisse dienen als Herbeirufungsreserven. In diesen Orten wird es euch leicht fallen, andere Spieler herbeizurufen, die sie als Sammelpunkt für Coop. Achso. Verstehe. Goldene Statue. Kleine goldene Statue. Okay. So. So. Was ist das davon? Baust du hier ab? Schmiedestein. Ja, coole Sache. Hatten wir ja vorhin schon einen, ne? Nee. Muss ich mal auswählen. Okay. So, eingesammelt den Schmiedestein. Da unten ist noch so ein Bergarbeiter. Schmiedesteine. Dann kann ich vielleicht meinen Zauberstab oder irgendwas aufwerten dann, ne? Jetzt muss ich mal gucken, Karte, ne? Ob das hiervon auch eine Karte gibt. Zoomen, ja. Naja, da kann ich rauszoomen, ne? Ich dachte nur, vielleicht gibt es auch eine Dungeon-Karte oder sowas. Ja. Na gut. Hier geht's weiter runter. Und das mal alles genau erforschen. Da sitzt da einer. Leuchtet was? Uah. Könnte auch Treppen steigen. Hier oben wieder rauskommen, ne? Ah, das probieren wir noch. Tunnel von Limgrave, genau. Ach, da fahren wir wieder die. Und wir schalten um auf das. Und wir schalten um auf das. Na gut, ich glaube, schleichen müssen wir ja nicht unbedingt. Sind eh beschäftigt. So, das war er. Jetzt haben wir schon mal alle Runen wieder.
saß der Kollege. So, und hier waren irgendwelche Viecher rausgekommen. Jetzt muss ich nur dann schnell das Fläschel nehmen, falls da noch mehr von den Viechern sind. Ratten. Mal gucken, was das hier ist. Jetzt hätte ich einen. Ah, Schmiedstein. Die brauchen wir, glaube ich. Also, das ist gar nicht schlecht hier mit den Schmiedsteinen. Wie haben wir denn eigentlich jetzt im Inventar? Lass mal kurz gucken. Ruinenfragment, Asche, Verstärkungsmaterial, 5 Schmiedsteine, verstärkt Waffen auf bis zu 3+. Ist halt die Frage, ob das auch mit Zauberstäben geht, ne? Ja, mach zu das. Gucken, ob es hier manchmal noch geheime Neben. Nee. Ja, dann gucken wir mal da runter. Da wäre was gewesen. Komm, wir gucken mal dazwischen. Wenn wir das nächste Mal wieder runterfahren, machen wir die Zwischenstellen. Schon 1300. Der hat auch wieder sowas, aber ich muss mich um den kümmern. Ach so, um den kümmern. Ein Flammenwerfer ausgepackt. Frechheit. Noch mehr vom Schmiedstein. Und da, lass mal gucken, ob hier noch was ist. Schimmersteinüberrest. Okay. Nur mal aufpassen, von wo man kam, dass es hier keine Karte gibt. Ach, da ist ja noch einer. Das sieht schon cool aus hier, ne? Wieder ein Schmiedestein. Wir farmen die so ein bisschen. Hab ich hier den Eindruck. Hoffentlich bringen die uns dann am Ende auch was. Da kann ich, glaube ich, unterwegs auch aussteigen. Wieder. Hier nicht, aber auf der anderen Seite.
Wir fahren mal wieder mit dem Fahrstuhl und gucken unterwegs. Ja, was ist? Da war was. Also wir müssen jetzt noch mal ein und beim nächsten runterfahren. Hier. Da ist doch was, da leuchtet was, ne? Aber ist das nicht so hoch? Da ist jemand abgestürzt, wie es aussieht, ne? Goldene Rune. Und jetzt? Vielleicht hier hin? Dunkelschmiedestein. Aha. Klingt jetzt auch nicht verkehrt. Hier muss man gut schätzen können, wie weit er runterspringen kann und wie weit nicht. Hier noch was? Nö. Achso, erstmal OK drücken. Da ist er noch. Noch ein Schmiedestein. Oh, da ist ein Boss. Hab ich Angst. Wie haben wir jetzt Schmiedesteine? Gucken wir mal nach. Acht. Sein, dass das Tor dann hinter uns wieder zugeht. Das hatte ich ihn ja fast. Steingräber-Troll. Marigas Pfahl. Oder? Ort der Gnade, da können wir mal gucken, ob wir noch was übersehen haben. Obwohl, nee, wir machen jetzt Marigas Pfahl. So, ist die Frau da drüben. Es war aber weiter unten. Hier könnten wir auch noch mal gucken. Ist aber von hier zu weit oben. Dann lasst mal die hier alle wieder. Ach so, wie rufe ich denn jetzt den Fahrstuhl? So rufe ich den.
Da war er dann ausgerastet und dann kam noch nichts mehr entgegenzusetzen. Ja? Ach so, die Tür ist auf. Aber jetzt ist so ein Vorhang dazwischen. Da gucken wir uns oben erst noch ein bisschen um. Weil jetzt sind sie eh weg, die letzte Ort der Gnade. Denn wir haben ja da unten noch nicht aufgeräumt. Tunnel von Limgrave, achso. So. Man muss geschickt ausweichen. Den von hinten dann eins drauf geben. Das hatte ganz gut geklappt. Oh, diesmal hast du was. Spitzhacke. So, wo ging es jetzt nochmal weiter? Hier ging es weiter. Und zwar ist der Fahrstuhl unten. Fahren wir mal ganz runter, ohne abzubiegen. Denn hier waren wir möglicherweise noch nicht. Was ist denn du? Okay, jetzt sollten wir mal noch Flaschen nehmen. Großer Schimmerstein überrest. Okay. Und er hat ja auch wieder abgebaut, ne? Schmiedstein. Da drüben ist noch mehr Schmiedstein. Gut. Na langsam wird die Tasche voll mit Schmiedstein. Ja, da gucken wir noch mal in unsere Tasche, wie viel wir jetzt Schmiedstein haben. Ne? Zack, zack. Wenn man das hier so schön farmen kann. Zack, ich muss immer noch gucken, ob ich die richtigen Tasten drücke. Ruinfragment von Objekten. Zerbricht das Juwel und verbraucht FP, erschafft einen magischen Bolzen. Zerbricht das Juwel und verbraucht FP, erschafft viele magische Bolzen. Aha. Das kann man praktisch als Waffe verwenden.
Und das hier benutzt dies, um eine kleine Anzahl Runen zu erhalten. Aha. Das machen wir mal, wenn wir wieder an einem sicheren Platz sind und schon einen Haufen Runen haben, dann können wir die noch ein bisschen vermehren. Ach so, und jetzt gucken wir mal noch, wie viel wir noch haben von dem Zeug. Also, Inventar. Dup, dup, dup. 10 solche und ein solches. Verstärkt besondere Waffen auf plus 1. Verstärkt Waffen auf plus 3. Nicht wegwerfen. Himmels Willen, das gute Zeug. Also es ist ja, glaube ich, schon ganz, ganz gut wertvoll. Jetzt gucken wir nochmal hier hinten, aber da geht es nicht weiter, ne? Nö, na, da haben wir jetzt wahrscheinlich in der Höhle erstmal alles gesehen. Für einen Boss fühle ich mich im Moment noch zu schwach. Und da man sich hier niemanden stellen muss, sondern einfach so weitermachen kann und sich leveln, gehen wir jetzt erstmal wieder zum Eingang und versuchen unser Zeug zu behalten. So, hier dürfte jetzt auch niemand mehr sein. Haben wir die ja alle besiegt, haben die hier waren. Auf dem Weg hier nach unten. Aber hier hämmert. Ach, da hämmert noch einer. Du kommst noch nicht. Wieder ein bisschen. Ein paar Punkte, ein paar kleine. Mach auch die Fesseln kaputt. Jetzt gehen wir hier hoch. Ich weiß nicht, ob wir jetzt hier alles hatten, bis auf den Boss. Oder ob es hier noch mehr gibt. Auf jeden Fall. Wir können uns ja jetzt ausruhen, getrost. Und? Gucken, nee, Stufenaufstieg schaffen wir jetzt nicht mit der Menge, mit der geringen Menge. Verlassen. Jetzt ja, nach oben gehen. Wo wir hergekommen sind. Dieser komische Krebs immer noch da vor uns. Hockt. Weiß ich nicht. Das ist die Frage, wie kommen wir hier wieder hoch, ne? Die Steilwände. Sehen, ob man auf der Karte was sieht. Ja. Da kommen wir möglicherweise hoch. Oder bei der Brücke. Wird's mal hier versuchen. So ist springen, so ist Gas geben. Hier kommen wir scheinbar nicht hoch. Ah, da drüben sieht eine flache Stelle aus. Liebender Drache? Was ist ein Drache? Da hinten? Nee, nee, ein Drache, den weiß ich mich jetzt nicht. Habe ich gesehen? Ich hoffe doch nicht. Kommt auch nicht zu.
Okay, ihr Lieben. Als nächstes gucken wir uns mal das Observatorium an, was da drüben war, oder? Der Bar ist immer noch da unten. Vernichtet ihr eine Gruppe von Gegnern, füllen sich eure Flaschen wieder. Die Anzahl und Art der gefüllten Flaschen variieren je nach Gegnerprobe. Ihr könnt nur so viele Flaschen auffüllen, wie es eure maximale Anzahl erlaubt. Okay, schön. Das wusste ich auch noch nicht. Hat er sich jetzt die Leute, die dort um das Lagerfeuer saßen, geschnappt? Na, wenn zwei sich streiten, ne? Hier war doch auf der Karte irgendwo. Nein, Karte war die andere Taste. Hinter uns irgendwo. Da, ne? Da will ich hin. So, Marker platzieren. Und den Marker entfernen. So, mal gucken, was das ist. Dort. Aber hier ist da nichts. Da ist ein böser Ritter, dann machen wir lieber. Nehmen wir lieber Reis aus. Bombe. Flasche auffüllen. So. Wow. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orden der Gnade benutzen, um eure Waffen neue Talente zu verleihen. Eine Waffe kann nur ein Talent haben, Typ einer Waffe bestimmt ihre möglichen Talente. Schließen und Fersengeld geben, würde ich sagen. Mit Hilfe eines Schleifmessers könnt ihr Kriegsasche an Orden der Gnade benutzen, um eure Waffenaffinitäten zu verleihen. Okay, das kann ich jetzt gerade gar nicht gebrauchen, liebe Leute. Nein. Okay. Der Drache ist noch beschäftigt. Das können wir dann alles noch nachlesen nochmal. Na, springt er auch da runter? Das traut er sich nicht. Komischer Ritter. Ich bin lieber erstmal noch vorsichtig. Kam halt von hinten, so wie ich sonst gerne tue. Kein Talent? Was? Kein Talent? Bewacht er die Brücke? Wir können ja jetzt mal unser Fläschel wählen. Will ich die aber plündern. Ah!
Na, das war jetzt blöd. Ich hätte ihn doch gehabt. Ich hätte ihn doch gehabt. Aber ein schönes Pferd hat er. Ich weiß gar nicht, wo ich rauskomme, ehrlich gesagt. Okay, da komme ich wieder raus. Nee, wir müssen natürlich den Aufzug rufen. Und dann müssen wir uns versuchen, uns zumindest unser Zeug wiederzuholen. Wir müssen ja jetzt zumindest, wie man da hochkommt. Und das will ich heute noch machen. Wird halt eine längere Folge, aber ist ja ein endlos langes Spiel sozusagen. Denn unser Verbrauchsgüter wollen wir schon wieder einsammeln. So. Also machen wir das so. Ich habe mal Glück und der Drache ist weg. Ne, der ist noch da. Ich sehe uns nicht. Uns hier möglicherweise freimuten. Wir hatten auf dem Rohwa-Früchte. So, zum ersten Mal die von hier drüben wieder versuchen. Dann können wir mal gucken, wo da der Ritter kommt gerade. So, ich muss hier unten wieder das einstellen. Uns mal wieder. Dort ist unser Zeug. Wo bin ich denn abgestiegen? Okay. Das war halt sein Reitpferd. Ich weiß nicht, ob man das hätte auch klauen können, aber. Wie macht man es noch gleich mal? Ja. Naja, das muss man dann irgendwie automatisch drauf haben, wie das. Also nochmal die Pfeife. Da drüben ist auch noch was. Vorsichtig. Noch ein Schmiedstein.
Sehr gut. Ich weiß zwar nicht, ob wir hier überhaupt hin müssen, aber Schmiedstein. Oh, guck mal, da kommt was Riesiges. Da bin ich aber auch noch nicht. Die haben bestimmt tolle Schätze drin, aber die tue ich jetzt erstmal noch nicht angreifen. Ich würde mal einen Speicherpunkt suchen wollen. Ein Häschen, oder? Eine Springmaus. Ist schon wieder so einer. Der hat mich nicht gesehen. Der gehört wahrscheinlich auch zu denen. Auch zu dem Baum sollen wir auch hin. Gut, ich würde erstmal nochmal über die Brücke zurück machen. Wir wissen ja, wo da ein Speicherpunkt ist. Wir wollen zwar auch über die Brücke, die Riesen da. Offenbar. Aber wir sind eher. Und die haben wir ja schon aufgeräumt. Und wir wissen, wo hier. Ist da was? Goldene Rune. Okay. Wir wissen ja, wo man hier speichern kann. Da müsste hier gleich ein Speicherpunkt sein. Gleich davon. War der Ritter schon? Früher? Vielleicht haben wir den bis jetzt nur noch nicht bemerkt. So, und da würde ich sagen, an dieser Stelle können wir noch mal rasten und uns noch ein bisschen pimpen. Stufe aufsteigen. Und heute stecken wir es noch mal in die Weisheit. Können sogar noch mal, oder? Na gut, das überlege ich mal bis zum nächsten Mal. Für heute lassen wir es an dieser Stelle gut sein. Ich gehe ins Menü, hoffentlich, und beende die Sache für heute und sage tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Euer Astronym, wir haben Stufe 9 erreicht. Macht's gut.